als einziges Mitglied des Gopher Operations Centers, mit diesem Witz habt ihr jetzt nicht gerechnet, möchte ich euch heute den aktuellen Zustand des Raumzeitlabor Gopherholz vorstellen. Ich habe da über Gopher und Gopherspace habe ich ja schon mal einen Vortrag gehalten, werde den nicht nochmal wiederholen, aber werde trotzdem nochmal kurz in Gopher einführen für die Leute, die damit noch nicht in Berührung gekommen sind. Ist ja ein äußerst modernes Verfahren, von daher weiß ich nicht, ob das jeder schon mal gesehen hat. Gopher stammt aus dem Jahr 1991. Das war zu der Zeit, als es Usenet gab und E-Mail und FTP. Und es gab Telnet. Und das war so eigentlich, was man halt so hatte. Und was es nicht gab, war irgendwas, was komfortabel ist. Und da wurde Gopher entwickelt. Gopher ist ein Menüsystem, was über mehrere Server gehen kann. Und einfach Dateien oder Daten allgemein in einem Menüsystem standardisiert zur Verfügung stellt. Also Gopher ist simpel, menügesteuert, komfortabel und verteilt. Gopher gibt es heute fast nicht mehr, weil das World Wide Web gewonnen hat. So HTML-Seiten sind halt Freeform, kann man viel besser gestalten als so die drögen Plaintext-Dateien, die Gopher so zur Verfügung stellt. Und spätestens mit dem Mosaik-Browser war Gopher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Das Problem war halt auch, dass genau in dieser Situation die Universität, die Gopher entwickelt hat, ursprünglich auf die grandiose Idee gekommen ist, dass man ja Lizenzgebühren für den kommerziellen Einsatz verlangen könnte. Und wenn halt ein starker Contender irgendwie da ist, dann mit Lizenzfragen anzufangen, das geht selten gut und so ist Gopher langsam in Vergessenheit geraten. Existiert aber dennoch weiter. Und es gibt unter flatgap.com noch ein großes Gopher-Menü, was versucht, irgendwie den aktuellen Gopher-Space zu dokumentieren. Und da sind auch alle neuen Gopher-Server, die seit 1999 gelistet wurden, aufgeführt. Und da kommen auch tatsächlich ab und zu noch neue dazu, die ich mir dann angucke. Und andere vielleicht auch. Und das Raumzeitlabor steht da auch mit dabei. Es geht aber noch weiter. Was sieht man jetzt, wenn man in dieses Gopher-Hole reinguckt von uns? Erstmal muss ich natürlich noch Werbung machen und auf meinen eigenen Vortrag verweisen. Für alle, die noch tiefer in dieses Thema Gopher einsteigen wollen, hier die URL für den Videomitschnitt von meinem Vortrag vom 18.09.2012. Das RZL Gopher-Hole ist unter drei URLs erreichbar. Einmal gopherraumzeitlabor.de, gopher.raumzeitlabor.org und ritzel.onion als Hidden Service im Tor-Netzwerk. Danke, Hax. Dazu muss man sagen, okay, nach außen, also in dieser Gopher-Liste auf Flatgap und so, ist gopher.raumzeitlabor.org geführt. Ich freue mich, dass raumzeitlabor.de trotzdem geht, aber normalerweise ignoriere ich, dass das existiert und verweise immer auf gopher.raumzeitlabor.org. So, wenn man da jetzt reingeht, hat man einmal ein Root-Menü, wo einfach eine Präsentation, also ein Text, der das Raumzeitlabor vorstellt, zu finden ist. Das ist aus unserem alten CVCRM, die Startseite eigentlich, der Text rauskopiert. Man findet die letzten 10 Blog-Einträge als Flock exportiert. Also Flock ist ein Blog im Gopher-Space, heißt Flock. Es gibt einen Export des Veranstaltungskalenders, also da wird der iCal-Feed gepasst und dann auch entsprechend aufbereitet und man kann den Raumstatus einsehen. Und da es mit Overbyte for Android auch eine schöne Android-App gibt, mit der man auf Gopher zugreifen kann, rufe ich inzwischen den Raumstatus eigentlich immer bloß noch darüber, weil es irgendwie so schön schnell geht. Demo. Was lacht ihr? Ich surfe am liebsten im Gopher-Space mit Lynx. Ist so ein Kommandozeilenbrowser, kennt er bestimmt. Gopher. Und weil es einfach kürzer zu tippen ist, nehme ich jetzt doch mal raumzeitlabor.de. Und dann hoffe ich, dass er auch erreichbar ist. Und tada, unser Gopher-Hole. Sieht man oben halt links,
also das Menü, das Gopher-Menü, einmal ein Verweis auf unsere Webseite und dann, wie gesagt, das Vlog, also die letzten 10 Einträge aus unserem Blog, die Veranstaltung und der Raumstatus. Und hier unten kann man sich, wenn man will, noch durchlesen, was das Raumzeitlabor eigentlich ist. So, das Vlog sieht dann halt so aus. Da kann man auch in die einzelnen Einträge reingehen und dann sieht man halt den HTML-Beitrag aus unserem Blog als Markdown. Postiert von? Ja. und hier ist der Veranstaltungskalender und der Raumzeitstatus. Die Tür sagt mal wieder nicht, ob es offen oder zu ist. Deswegen ist das Raumzeitlabor nicht offen oder zu, sondern unbekannt. Es sind 38 Geräte aktiv und dann hat man hier noch eine Liste mit bekannten Raumzeitlaboranten, die sich hier gerade befinden, so wie ihr das kennt. Und diese... Ja, also das wird alle Viertelstunde generiert. Vielleicht müssen wir jetzt noch eine Viertelstunde warten, bis er sich aktualisiert hat und damit steht er vielleicht auch offen. Ja, viel mehr gibt es da auch nicht zu sehen. Trotzdem stellt sich ja die Frage, okay, wir haben das. Ich entwickle da auch ab und zu immer mal ein bisschen dran. Also dieser Raumstatus ist relativ neu. Den habe ich, glaube ich, letzte Woche oder so erst implementiert. Mache ich natürlich nicht für mich, sondern für alle. Und das läuft hier bei uns in der VM auf Mate. Das ist eine Utils, eine D, der da läuft und der bei Anfragen auf Port 70 eine Instanz von mgoffert startet, ein kleiner Gopher-Demon, dem wir die Existenz unseres Gopher-Holes zu verdanken haben, weil nach diesem Vortrag, den ich über Gopher-Space gehalten habe, habe ich gedacht, das Protokoll ist so einfach, da müssen wir doch relativ einfach auf einen Server für schreiben können und genau das ist daraus geworden und weil ich das dann halt auch ausprobieren wollte, musste ich natürlich so einen Server dann auch aufsetzen und diese ganzen Sachen wie die Vlog-Einträge und der Veranstaltungskalender, das sind Python-Skripte, die einfach durch Cronjobs getriggert werden und regelmäßig halt Gopher-Maps und so Files erstellen. Wie gesagt, mgoffert ist ein kleiner, minimaler Gopher-Server, der in C geschrieben ist. Der liegt bei mir im GitHub, wenn sich jemand den Code angucken will. Ich rate davon ab, da ich zwar gerne C, aber nicht besonders gut C programmiere. Das Ding hat kein eigenes Netzwerk-Handling, deswegen braucht es eine D, der ihn spawnt. Die regulären Item-Types werden eigentlich alle unterstützt, bis auf die Queries. Die Item-Types werden, wenn man das Ding ohne Gopher-Maps betreibt, auch eigenhändig erkannt anhand des MIME-Types. Gopher-Maps werden unterstützt, das sind diese Menüs, wo auch ein bisschen ASCII-Art und so drin ist, die ihr eben gesehen habt. Und wie gesagt, Queries werden noch nicht unterstützt. Und ja, die Python-Skripte liegen auch irgendwo bei mir im GitHub, wenn da jemand gucken mag. Die sind noch schlimmer als mein C-Code. Jetzt stellt sich die Frage, nutzt das jemand? Was ihr nicht sehen könnt, was ich aber weiß, weil ich die Präsentation geschrieben habe, ist, dass nach diesem Bullet Point ein Ja dasteht. Das müsst ihr euch dahin denken. Ja ist jetzt eine schöne Aussage. Ich kann das natürlich auch untermauern. Es gibt nämlich Menschen, die mich darauf ansprechen. Ich betone es immer wieder gerne, dass es 3 Leute gibt, die mich auf unser Gopher Space angesprochen haben, die mir vorher nicht bekannt waren. Der letzte war, glaube ich, auf AOM, einer von den Regensburgern, der zufällig gerade dabei war, einen Gopher-Client zu schreiben, was ich ganz lustig fand. Dann gibt es Logfiles, die ich schreibe, wo man sieht, dass Leute darauf zugreifen. Veronica 2, die letzte große Suchmaschine für den Gopher-Space, crawlt uns. Was nicht besonders schwierig ist, weil das von einem Typen von Flatgap betrieben wird und jeder, der da in der Flatgap-Liste steht, wird halt irgendwann auch gecrawlt. Und mindestens ein Gopher-Hole, das nicht Flatgap ist, verweist auf uns. Das ist ein kleiner FreeBSD-Server, der in Schweden steht, wo ein Mitglied der BSD-Foren-Community mitgekriegt hat, dass das Raumzeitlabor Gopher-Hole von mir ist und uns da erwähnt. ja, ich habe Statistiken.
Am 1. April diesen Jahres, während der Easter Hack, habe ich das Ding ja irgendwie in Betrieb genommen. Seitdem haben wir, keine Ahnung, ich wusste, wie viele Zugriffe, irgendwie 1900 Zugriffe. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es anscheinend nicht auf die Folie gepackt. Was man aber sieht, ist, dass wir im Maximum 150 Zugriffe an einem Tag hatten. Das war am 1. April, das ist nicht besonders überraschend. Ansonsten haben wir so im Mittel zwischen 6 und 9 Zugriffe pro Tag. Weiß nicht. Also einer vermutlich, weil ich einmal am Tag gucke ich schon mal auf den Raumstatus aber, und gucke, ob der Server noch läuft. Aber ansonsten bin ich das eigentlich eher nicht. Und das Logfile ist auch gepflastert mit, die habe ich jetzt nicht ausgewertet, mit irgendwelchen ungültigen Anfragen, wo irgendwelche Binärstrings als Selektoren angegeben werden. Ich weiß nicht, wer da versucht, auf Port 70 irgendwelche Dinge zu tun, aber ich beobachte das und amüsiere mich darüber. Ja, es gibt natürlich To-Dos. Ich möchte Queries im mgofat drin haben. Wenn da jemand Lust hat, das umzusetzen, kann er das gerne tun, sonst werde ich das irgendwann mal machen, wenn mir ganz langweilig ist, weil ich möchte, dass man über ein Query im Ping, im Gopher unseren Pingie Pie ansprechen kann und Texte hier anzeigen lassen kann. Die User Experience ist noch nicht ganz einheitlich, also manchmal sind da so englische Datumsformate, manchmal deutsche und so, das müsste man noch vereinheitlichen. Man könnte Search Engine Optimization für Veronika betreiben, wenn man lustig ist. Vielleicht ist das auch eine Marktlücke. Ich weiß es nicht, ob ich mich damit selbstständig machen könnte. Veronika macht halt keine Volltextindex über die Gopher-Seiten, sondern indiziert nur die Selektoren. Und zum Beispiel unsere Veranstaltungen werden dadurch nie erfasst, weil unsere Veranstaltungen bloß in einer Gopher-Map aufgeführt sind, aber keine eigenen Selektoren sind. Und wenn man jetzt hingehen würde und jede Veranstaltung in eine eigene Seite auslagern würde und damit dieser Eintrag in der Gopher-Map zu einem Menüeintrag wird, würde es auch indiziert werden. Und dann würde man, wenn man nach Näh-Workshop auch in Veronika sucht, finden, dass das im Raumzeitlabor regelmäßig stattfindet. Kann man machen. Ansonsten kann man halt machen, worauf man Lust hat. Also ich bin gern offen für Ideen, was man noch Cooles in unserem Gopher verwirklichen kann. Mit dem Status ist eigentlich so mein wichtigster To-Do-Punkt, den ich noch machen wollte, umgesetzt. Was immer mal wieder gerne kommt, ist ein Wiki-Export. Ich habe da extra noch eine Folie vorbereitet. Ideen außer einem Wiki-Export. Gerne an mich. Ja, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.